Freunde, heute geht es nicht um Klassiker, nein, sondern um unseren kleinen gelben Freund hier. Wir sind im Porsche Zentrum Moers und haben hier einfach mal hinten in der Ecke und so eine Hebebühne gemopst, ja, damit wir euch den Apparat mal von unten zeigen können. Weil ich glaube, das habt ihr noch nicht so oft gesehen. Bevor wir jetzt unten reingucken, gucken wir mal oben rein. Au! Mich hat einer gefragt, ob der nicht irgendwie wenigstens so ein bisschen Kofferraum hat. Nein, hat er nicht. Gar keinen Kofferraum. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Und wir haben es schon ausprobiert mit dem Equipment und so, das geht alles. Im Käfig hinten ist ein relativ großes Loch. Ja? Die Taschen dürfen nicht zu groß sein, aber man kriegt sie da durch. Reicht. Und das finde ich natürlich schön. Hier, guckt ja mal an, wie sexy das ist. Eigentlich müsste man jetzt anfangen und von jedem Verrückten, den man so trifft, so eine Unterschrift da unten drauf machen lassen. Walter Röhrl und so, ne? Jörgel Bergmeister, weißt du? Die ganzen Verrückten und natürlich auch die Leute, die sowas zu verantworten haben, ne? Wie so ein Andi Bräuninger zum Beispiel. Die müssten sich dann eigentlich alle da verewigen. Wie das schließt. Krank. Und wenn wir den Apparat jetzt gleich hochheben, werdet ihr von den Freunden hier auch jede Menge unten drunter sehen. Also ingenieurstechnisch und aerotechnisch. Ingenieurstechnisch sind die natürlich alle, also alle Porsche geisteskrank. Aber was sie hier bei der Aero gemacht haben, wenn ich hier auf den Heckflügel gucke, ne, das ist so krank. Komm, ich mache nochmal zu für euch. Das ist geil, ne? Wie schnell das geht. Herrlich, herrlich, herrlich. So, Freunde, jetzt gucken wir uns den Apparat mal von unten an. Ne? Sieht nämlich aus wie ein Rennfahrzeug. Wirklich irre. Jetzt weiß ich auch, wo die komischen Geräusche letztens herkamen. Ja? Bin ich ein bisschen aufgesetzt hier mit den kleinen Freunden. Das ist nicht schlimm. Drei Schrauben und dann kannst du da neue dran machen. Wahrscheinlich für 80 Millionen Euro. Und hier können wir schön sehen, Bremskühlung. Ne? Und ihr kennt ja die Louvers oben auf dem Radhaus. Und genauso wild ist es auch hier unten. Also komplett hier die Abluft und so weiter, das ist alles komplett gesteuert. Ne? Könnt ihr hier schön sehen. Psst. Herrlich wild. Und hier, guckt ihr mal die Bremskühlung. Das ist echt wie beim Rennauto. Das ist schon echt krass, wie, also die Luftströme bei dem Auto, die sind so geisteskrank gelenkt. Das Ding ist sowas von krass durchingeniert. Herrlich, herrlich, herrlich. Und mehr oder weniger zu von unten. Nicht so krass wie beim Rennauto. Beim Rennauto wäre jetzt hier eine gut durchgehende Carbonplatte. Beziehungsweise sind eigentlich immer drei Platten, aber die sind so verbunden, dass es so aussieht wie eine Fläche. Diffusor können wir hier schön sehen. Wie weit der schon, oh, Aufkleber hier wieder abgegangen noch, wie weit der eigentlich schon anfängt. Ne? Also es fängt schon hier im Prinzip an, ne? Und zieht sich dann so nach hinten durch. Viele haben gedacht, dass das Ding nur bis hier geht, aber das ist nicht ganz richtig. Und hier geht auch noch ein bisschen Luft rein, ein bisschen Kühlung. Das ist schon sexy. Ne? Hier auch aufgesetzt, das ist bestimmt vom Auf- und Abladen. Ne? Vom LKW. Ist auch abgefahren. Ist schon wirklich geil. Zufuhr. Hier auch nochmal. Also quasi hier, ne? Hier drüber auch. Bremse bzw. Antriebswelle. Wahnsinn, ey. Also wirklich, 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 wirklich geil gemacht, muss ich sagen. Ist das schön, oder? Also die ganzen Details auch, ne? Die Abgasanlage schon leicht verfärbt, weil ein bisschen Temperatur gekriegt hat. Ein bisschen hat erst 400 irgendwas Kilometer. Also eingefahren haben wir noch nicht. Tote Fliegen sogar unterm Auto.
Da muss er erstmal nachmachen. Guck mal hier, tote Fliege unterm Auto. Ja. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie schnell das Ding ist, wenn die toten Fliegen sogar unterm Auto sind. Ja, wir sind nämlich im High Downforce. Also der Flügel ist ausgefahren. Hier sind die Klappen. Ja, das ist jetzt alles auf High Downforce. Das heißt, die Luft, die hier vorne reinkommt, die wird quasi jetzt so nach oben gelenkt. Dadurch hast du mehr Anpressdruck auf der Vorderachse. Und wenn du auf Low Downforce gehst, dann geht die Klappe hier auf. Ach so, Freunde, es gab noch ein Upgrade übrigens. Nicht schlecht, oder? Hat der Paul organisiert. Der war vorher ganz gelb und jetzt ist er gelb-lila. Low down force. So. Ist der Flügel offen? So hier, ne? Eingeklappt. Und jetzt zeigen wir euch, was sich dann vorne geändert hat. So. Guckst du? Klappe auf. Geil, ne? Brauchst du vor allen Dingen auf der Autobahn halt Top-Speed-mäßig, ne? Und auf der Rennstrecke. Ist es ja auch so, dass er im Prinzip DRS hat, wie beim Formel-1-Auto. Ne? Nicht nur hinten, sondern auch vorne. Und wenn du auf der Rennstrecke unterwegs bist, im Track-Modus, und du dann schlagartig auf die Bremse gehst, dann macht er die Klappe hier zu und macht auch den Flügel hoch, damit du mehr Anpressdruck hast. Ist schon ziemlich geil für ein Straßenauto. Ne? Also ich muss ja sagen, seitdem ich für Grip den ST testen durfte, habe ich mich ja schon mehrfach darüber geärgert, dass ich den RS genommen habe und nicht den ST. Wobei da natürlich Schwachsinn ist, sich darüber zu ärgern, das ist mir auch klar. Aber ich finde den ST einfach so sexy. Ne? Der ist schlicht, leicht. Eine richtige Fahrmaschine. Du musst auch wirklich richtig am Lenkrad kurbeln können, um das Ding wirklich am Limit zu bewegen. Da ist der halt hier wirklich sehr einfach gegen zu fahren. Auch nicht einfach im Sinne von kann jeder und am Limit sowieso nicht. Aber wenn man die beiden Autos direkt vergleicht, auch mit der Handschaltung und so, sehr, sehr geil. Aber wenn ich jetzt solche Raffinessen hier sehe, ne, so Spielereien, da geht ja mein Herz auf. Ne? Ich liebe das. Das ist so geil. Das ist so wie früher Lego-Technik. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wenn man eigentlich immer gerne mit Lego gespielt hat und dann wurde man Eltern und wollte Lego Technik haben und die Eltern dann gesagt haben, nein, mein Junge, das ist aber noch nichts für dich, vielleicht nächstes Jahr. Ne? So, das ist ungefähr jetzt das gleiche Gefühl. Geisteskrank. Noch so, guck dir diese einzelnen Bauteile, wie schön hier diese Querlenker sind und so. Ne? Das ist alles schön an dem Auto. Alles, sogar hier der kleine Ablaufknüpsel. Alles einfach schön. Das ist übrigens für Regenwasser, ne? Nicht, dass ihr denkt, das wäre irgendwie für Sprit oder so. Also, wenn ich ein Haus bauen würde, ne, dann würde ich, glaube ich, ein Haus bauen mit einer Garage, mit Glasdach, Glasboden, Glaswand. Dann kannst du vom Wohnzimmer aus den Apparat von der Seite angucken, aus dem Partykeller von unten und wenn du im Bett liegst, von oben. Das wäre eigentlich perfekt. Geht der Schulter ab, der Aufkleber? Was ist denn hier los, ey? Zu schnell gewesen wieder. Hammer wieder. Das ist, weil die Fliegen auch von unten am Auto kleben. Ach, guckt euch das mal an. Guck mal. Ich glaube, wenn ich Ingenieur bei Porsche wäre, dann hätte ich einfach so einen Axtträger auf dem Schreibtisch liegen. Geil. Wirklich sexy. Also ingenieurstechnisch. Guck mal hier. Auch hier die Stabis und so aus Carbon. Das ist schon geil, ne? Wir reden von einem Straßenauto. Ne? Immer muss man sich wirklich noch mal so ins Gedächtnis zurückrufen, wenn man hier so drunter steht. Ne? Guckt euch das mal an. Schön, dass alles gemacht ist. Da hängen auch schon ein Steinchen drin. Komm mal raus dann, du Sau. Aber wisst ihr, was mir noch besser gefällt? Fahren. Weil wir müssen noch ein bisschen fahren, damit wir dann Casala geben können. Ja? Ach so, genau, eine Frage noch. Was haltet ihr davon, dass wir Taxifahrten anbieten in dem Apparat? Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr das geil findet oder langweilig.
kann mir fast nicht vorstellen, dass einer langweilig findet, aber vielleicht findet es einer idiotisch oder so. Ich weiß es nicht, aber würdet ihr euch darüber freuen, wenn wir das machen? So, anders gefragt. Bitte in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Und ich glaube, dass eine Taxifahrt in einem GT3 RS fast noch ein bisschen wilder ist als in einem Rennauto. Weil in einem Rennauto erwartest du, dass das völlig irre ist. Aber wenn du dann siehst, wie irre das in einem GT3 RS schon ist, ist das, glaube ich, vom Feeling her cooler. Also schreibt mal in die Kommentare. Wir setzen das Ding jetzt wieder auf die lilanen Socken. Ja? Und dann werden wir noch einen Meter fahren. Mit der wir diese witzigen Fahraufnahmen immer machen. Da haben wir schon ein paar nachgefragt. Jetzt seht ihr sie mal. Ich weiß, sieht bescheuert aus, aber die Bilder sind gut. Ja? Außer natürlich, wenn so viel Verkehr ist wie jetzt und Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann brauchst du den nicht. Aber nochmal, ich hätte jemand gefragt, warum ich immer so schalte, hier so entspannt, ne? Mit dem kleinen Knüppelchen. Weil ich gerne selber schalte. Ne? Und die Pedals hier, die sind halt schon ziemlich wild, so, ne? Also, das ist halt nicht so wie beim normalen Elfer, sondern da ist ein bisschen mehr Kraftaufwand und so. Und da muss ich sagen, finde ich für so rumrollen, finde ich mir eine Nummer zu krass. Fahre ich nur so. Oldschool. Auf entspannt. Und wenn wir auf die Rennstrecke gehen, dann schalten wir mit den Pedals. Was übrigens ganz geil ist, dass da jetzt hier ein bisschen mehr Platz ist zwischen den Pedals, weil ich schalte nämlich immer mit dem Mittelfinger, auch beim Rennauto. Und jetzt seht ihr, ne, kann ich mir die Finger nicht mehr einklemmen. Alles schon vorgekommen, Freunde. Oder 24 Stunden rennen oder so, dann hört man das. Je nachdem, wo man gerade ist, wie hoch die Drehzahl ist, hört man nämlich das kommt vom Getriebe. Schaltvorgänge. Schon geil, auch wie schnell das geht. Ne? Boom, einfach die nächste Welle drin. Krank. Schon geil. Aber so macht auch Laune. Entspannt. Bisschen oldschool. Und, was ich auch übrigens brutal abfeiere, ist das Alcantara-Armaturenbrett. Komplett geisteskrank. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so einen anderen Shape, weil es matt ist. Habt ihr gesehen? Ferdinand Porschente ist wieder am Stissi. Ja. Ja, nachdem habt ihr euch ja gesehen. Der war in Cayenne verschwunden, muss ich erstmal rauskramen. Jetzt hat er sein finales Zuhause gefunden. Wir müssen den eigentlich irgendwo festmachen. Weiß auch nicht wo. Vielleicht am Käfig oder so. Wo er so mitfahren kann. So. War auch gut hier. Aber ich glaube, da bleibt er nicht lange sitzen. Ich find's geil. Und hab da gesehen, der Apparat hat sogar ambiente Beleuchtung. Wenn du hier mal in den Fußbereich reinläuerst, da siehst du. Kein lila, aber fast lila. So ein bläuliches irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Topaz war es, glaube ich. Weiß. Kann man nämlich einstellen, verschiedene Farben. Und weil wir ja hier so ganz unauffällig gelb-lila unterwegs sind, habe ich mir gedacht, machen wir die Interieurfarbe mal so ein bisschen ins Lila rein. Wir wollen unserer bekloppten Idee ja treu bleiben. Ich freue mich so auf das erste Mal Nordschleife. Kann noch nicht mehr lange dauern. 500 Kilometer gerade, genau 500 Kilometer geknackt. Mit euch zusammen. Ja, also 1000 Kilometer noch und dann. Oder
Wir besorgen uns irgendwo Winterräder und fahren dann mit dem Apparat im Winter. Lila eine Skibox drauf, gelbe Skier. Sind wir noch ganz vorne, oder? Da schon mit einem Kollegen von mir drüber gesprochen, der zufälligerweise auch Max heißt. Ja. Aber ein anderer Max. Weil ich schon wieder so Banane, dass es schon mal gut ist. Müssen wir mal überlegen. Winter ein bisschen Eis fahren. Immer mal den Herrn Schäfchen besuchen. Bei dem liegt ja mal Schnee. Wäre nicht schlecht. Sollen wir noch bei Mantai anbremsen, Offroad-Fahrwerk einbauen lassen oder wenigstens Offroad-Setup komplett hochdrehen. Sonst bleiben wir überall stecken.